Sie sind etwas zu spät gekommen. Kann man wohl sagen, nicht? 3 Wochen hinter den anderen her. Ja. Fußkrank. Ja, wegen meinem Fuß, ne? Ich bin nicht so Behende, schnell. nicht behende. Ne, wegen dem Fuß. Weil man hat dann, als ich Kind war, hat mir eine Kuh auf den Fuß getreten. Und da habe ich den ganzen Fuß kaputt gehabt. Da war eine Matsche. Und dann hat meine Mutter und mein Vater haben einen Arzt geholt. Und der hat dann so mit Kräuter und auch so ein bisschen was, Auflegen, Hand ja, auflegen. Ja. mit Verband und so. Und dann, aber ich kann nicht keine normalen Schuhe tragen, wie Siegfried zum Beispiel oder so. Ich habe einen rechten, ist ein anderer Schuh wie links. Ich habe da der ganze Fuß kaputt. Dann, Klumpfuß sozusagen, ja, wie Klumpfuß, kann man sich vorstellen, man ja? kann es ja, das geht nicht so schnell. Ne? Ja. So, auch Immer ein eine bisschen das Pause Bein auch, einlegen, ja? ja, Bein halb steif. Ne? Ja. Naja, und da jetzt als Nachhut oder hinter der Nachhut, der Nibelungen, ja, nicht? Und als sie da ankommen, Das ist alles kaputt, ne? ja, abgebrannt. Ja, alles Pommerland abgebrannt, alles abgebrannt. kaputt, ne? Da, naja, aber wenn ich nicht gewesen wäre, wird keiner davon wissen, ne? Muss ja auch so Also wieder sagen. umgekehrt, ja? Ja. Also ohne Feindberührung, Ja, ja, nicht? ja. Die haben gar nicht gemerkt, Ja. dass sie da hinterher kamen. Ja, ich kam auch zu spät. Kam Ich kam überraschend. auch viel zu spät, die Ja, waren alle weg. ja. Ja. War alle weg. Aber sie können jetzt berichten. Ja. Ja, das ist Wird der man Vorteil, ne? bewirtet, kommt man an in der Heimat, ja, nicht? Mhm. Und wird durchgereicht. Also, ja. Aber ich sag mal, die Geschichte, die man dann erzählt, ne, da muss aber muss das musst du wirklich muss den Leuten ein paar Mal erzählen, bis sie das glauben, ne? Das ist also Wahnsinn, ne, mit Die dem Geschichte Siegfried. erzählt sich. Ja, also das Naja. heißt, sie schmückt sich ein bisschen da aus und da wird Naja, sie ein ja, bisschen klar, vermindert. ich bleib doch nicht aus, Nein, nein. ne? Und vor allen Dingen, was ich erzählt habe, ist ja noch einigermaßen realistisch, ne? Aber wenn ich das jemandem erzählt habe und der erzählt hat dann seinem Friseur und der erzählt hat dem nächsten Kunden, dann sieht die Sache schon ganz anders aus, ne? Entsteht so langsam peu à peu das Nibelungenlied. Ja, Mhm. nicht? Ja. Schon schlimme Situation, Mhm. wenn der Hagen, ja, Ja. da erschlagen wird im Keller von der Kriemhild, von der Ja. Witwe. Ja, ist normal eigentlich. Das ist, Fanatische Witwe. ja, das ist normal. War zu der Zeit normal. Ne? Und Das dann ist kommt der normal. Hildebrand, aber da waren Sie gar nicht bei. Ne, ich war da nicht dabei, aber ich habe ja gesehen, ne? Da die Stelle, wo die dem da einen über die Rübe gehauen hat, ne? Habe ich ja gesehen, ne? Den haben sie ja schon nachher auch weggetan da. Ja, Aber ja. ich habe die Stelle ja gesehen. Ich habe mir Und das ja dann mit erzählen lassen, ne? einem Schwertschlag. Zack, der Kopf ab, ne? Und Hildebrand, ja, Mhm. der ist so empört darüber, Ja, dass er auch. wiederum der Kriemhild den Auch Kopf Kopf ab, abschlägt. auch Kopf ab, Kopf ne? ab. Das war damals hoch in Mode, ne? Aber das musste besonders stark beschrieben werden, diese 3 Schläge, ja, Naja. nicht? Also erst Gunther, Ja. ja. König Gunther, immerhin König, enthaupten, das ist ja Ja, nicht. ja. Aber, und die Schwester enthauptet den Bruder. Ja? Mein Gott, ey. Ja? Da kann man Ja, was dran das. erzählen, hat man was zu erzählen. Und dann der Hagen, dem wird das vorgezeigt. Ja? Das ist dein Werk, ha Onkel Ja, Hagen. Ja? Nicht? ja. Guck mal da, was du gemacht hast und Ja, dann. ja. Daraufhin auch dem der Kopf Ja, ab von und dann Kriemhild, ne? mit einem Schlag. Ja? Der Hildebrand, der eigentlich gar nichts mit zu tun hat, der ist ja Ja, von so Dietrich von Bern. Outsider. Ja. Der kam mir dann einfach dazu, dachte, ach komm, dann musst du auch Kopf abhaben, ne? Zu Kriemhild. Den hat er den Kopf abgehauen, ne? Der Kriemhild, ne? Ja. Da war damals eben einfach so, war so die Zeit, ne? Heute ist eine andere Zeit. Heute machen sie Komasaufen, ne? Früher haben sie Kopf abgehauen, ne? Und dann hat ein cleverer Typ das als Musical vermarktet, ne? Was ist denn noch so aufgefallen und berichtenswert von diesem Zug? Die sind ja dann in einer Burg alle verbrannt. Mhm. Von außen angezündet, wie Da ein hat der jemand Scheiterhaufen. angemacht. Feuer gemacht, ne? Feuer. Feuer, Stroh. Ja. Stroh. Hat man den Hundenkönig Attila gesehen? Ja, der soll das ja gewesen sein, ne? Aber der ist ja schnell über alle Berge. Die waren ja mit ihren Pferden, ne? Schnell. Boah. Muss ich sagen, ich habe selber mal so eine
so eine Pferdeschlacht gesehen, ne? Also, boah, ey. Hör mal, das kannst du gar nicht beschreiben, wie schön das aussieht, ne? Ja? Die Pferde, beißen die sich auch gegenseitig? Nee, die machen nichts. Ne. Die Pferde um? Untereinander sind ganz normal, also ganz schön. Das sind Fluchttiere im Grunde. Fluchttiere, die haben ja mehr Angst als Vaterlandsliebe. Ja. Ne. Aber wenn die Reiter, die bestimmen ja zu dem Pferd, sagen die, jetzt geh mal dahin, damit ich dem wieder einen Kopf abhauen kann. Ne. Und dann kommen die Pferde natürlich aufeinander zu, der eine sitzt da drauf und der andere. Und dann will der eine den Kopf abhauen und dann kommen die Pferde ja zusammen und die können nichts dagegen machen. Dann manchmal. Fallen sie gleichzeitig. Fallen die dann um, ne? Auch, ja, ne? Gleichzeitig, ja. weil die aneinander rasen und dann hat man schon mal oft auch im Film gesehen. Gleichgewichtsprobleme. Und der Attila, wie sieht der aus? Der so ein bisschen hier, so einen schwarzen Bart. So, ja, wie, kleinwüchsig. Ja, ist nicht so groß, ne? Wie Napoleon auch nicht so groß war. Ja. Und der Attila, der war ziemlich klein, aber breit. Der war sehr breit, stämmiger Typ. Stämmiger Typ. Und der hatte so irgendwie so einen Witz, so einen Mutterwitz. Ne? Der war ein witziger Typ. Ne? Aber der hat seine Witze oft unterstrichen mit, dass er jemandem im Kopf abhaut. Ne? Also dem Feind natürlich. Also er hat einen Witz gemacht so und dann, ey, guck mal da. Und dann deshalb war der so unheimlich berühmt dann nachher, weil er war so auch so... Ja, eben wie so Attila ist, ne? Mit dem Bart und so. Ja. Und der Pferde. Ja. Der Pferde. Ist er gestorben? Ja. Der ist gestorben, ja. Naja, weil eine sehr junge Frau, ja. Und sozusagen in der Hochzeitsnacht, plötzlich tot. Und sie wird noch beschuldigt. Ja, die konnte da überhaupt nichts für. Ich kannte die ja auch. Sehr erschreckt, ja. Ich habe die mal kennengelernt. Ja. Bei einer Party hier von Roland. Ja. Ach, kennst du? Der spielt auch eine Rolle, Roland? Ja, aber peripher. Also ich hatte da damals... Das ist aber der Roland von Stendal. Nee, Bielefeld. Also. Und dann zurück nach Mülheim, was nicht mit H geschrieben wird und auch nicht mit 2L. Nee, mit nichts. So nach alter germanischer Art. Ja, richtig. Ja? Müller. Mit einem L. Ja, ach, ich könnte so viel erzählen hier auch, nochmal auf Attila zurückzukommen. Oder ich könnte so viel erzählen, auch von dem Drachen. Ich habe einen Drachen ja gesehen, wo der Siegfried ja mit gekämpft hat. Ne? Der hat den ja ausgestopft. Gesicht, ne? Ja, also, ausgestopft. Da war man nicht bei, da durfte man nicht bei sein. Nein, da war ich ja sowieso wieder zu spät. Ja. Aber ich habe den Drachen gesehen nachher. Der war eine Zeit lang in der Jugendherberge in Worms. Worms ausgestellt, unten in der Empfangshalle, ne? Für die Jugendlichen. Ne? Ja. Schon gefährlich, also schon auch erschreckend. Ja, aber ich, Zustand. Aber ich muss sagen, die damaligen, also aus der Zeit, die Drachen, ne? Die waren aber nicht so groß, wie man gedacht hat. Die waren ziemlich klein. Ach. Der war höchstens 4,5 Meter lang. Das ist mit Schwanz. Und gefährlich durch die Giftdämpfe. Ja? Nee, durch die Aggressivität auch. Ne? Ja. Also das kommt nicht auf die Größe an bei Drachen. Nee. Also auf die Aggressivität. Es gibt Drachen, die sind überhaupt nicht aggressiv. Die sind ganz handsam. Lieb, ne? Ja. Liebe Drachen. Ja, ja. Aber das hier, er faucht, er hat eine Feuerlohe und eine Giftspur, die aus dem Maul springt. Ja, ja. Das ist eigentlich eine Schlange mehr. Kann man sagen, das ist eine Schlange? Ja, eine große Schlange, ne? Das ist eine kleine 4-Meter-Schlange, ja. Ja, also eigentlich hast du gegen so ein Tier keine Chance. Aber der Siegfried, der war ja irgendwie so gefeit. Ne? Das war ja so, der hat ja irgendwie so. War der nicht irgendwie in so eine Flüssigkeit gefallen und hinterher, nur die Ferse? Hinterher. Nur die Ferse. Also mit dem Drachen kämpfte noch nicht. Also mit Drachen kämpfte. Ah ja, genau, mit dem Blut. Und dann das Blut des Drachen und darin gebadet. Ja? Genau. Und bis auf diese Stelle, wo das Lindenblatt. Genau. Aber was war denn mit Achilles? War das nicht so ähnlich? Ist er nicht abgekupfert? Naja, der hatte mehr so einen Fuß, der war mehr so in ihrer Richtung. Ja, also das aber das muss da irgendwie einen Zusammenhang geben. Aha. Der hat aber einen Schuss in die Ferse. Ja, da muss einen Zusammenhang geben. Ja. Aber mit Drachen hat Achille nicht. Nee. Ja? Die gab es ja da noch gar nicht. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. Achille muss ein schöner Mann gewesen sein. Ja. Von Siegfried weiß man das nicht. Ja, doch, Siegfried war blond. Viel Haar. Hatte eine ziemlich große, schmale, lange Nase. Blond, viele Haare.
Und dunkelbraune Augen, ja, von der Mutter ja, her. Ja. Und sein Freund, der hatte dunkle Haare und blaue Augen. Hm. Also fast schwarze Haare, blaue Augen. Passten also gut Roy. Zusammen, ja? Ja. Nicht? Ja. Nicht. Aber hielt sich eben nicht, weil im Wald ermordet wurde. Ja? Und da ging ja ein Raunen durch das ganze Volk. Ja? Wurde wieso? Eigentlich den Hagen nicht verziehen, wieso ja, nicht? Dass ihn Siegfried umgebracht hat. Aber wieso nicht? Geschah ihm recht. Ich kann mich nicht so erinnern. Ich bin ja da auch mal zu wieder spät zu spät gekommen. Zu spät gekommen, ja. Das ist eben, das ist so Pech, ne, wenn du ein Fußleiden hast, ne? Aber man erfährt sehr viel mehr. Ja, aber ich hab, also im Gegensatz zu anderen Leuten, die nichts am Fuß haben, weiß ich viel mehr. Ne? Weil ich interessiere mich natürlich für die Geschichte. Man hat die Zeit, etwas zu erfahren. Ja? Ja, die alle vorne sind ja überrascht durch die Taten. Ja. Ja? Und seitdem ich Engel bin, habe ich noch mehr Möglichkeiten. Son repère, et lâchement s'apprête à se venger. Les yeux adorés d'une femme, du feu d'amour m'ont embrasé le cœur. Et celle qui de son regard vainqueur alluma cette ardente flamme et au pouvoir d'un barbare inhumain qui tient ma vie en sa main. Sans rêve, moi le péril que je cours, vas-tu me laisser?